Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Was hat es eigentlich für Vorteile und vielleicht auch Nachteile, wenn man sich genau betrachtet? Also sei es, dass man in Therapie geht, ob es jetzt Familienaufstellungen sind oder ob es jetzt lange Gesprächstherapien sind, oder man sich selbst beobachtet, also einen inneren Beobachter, eine innere Beobachterin aufbaut. Was sind denn da eigentlich die Herausforderungen? Ich wollte gerne mal so ein paar kleine Geschichten erzählen, die alle wahr sind, aber ich habe natürlich die Namen geändert, beziehungsweise die haben wahrscheinlich jetzt bei mir gar keine Namen, weil es zum Teil enge Freunde sind, zum Teil Verwandte sind, sondern einfach nur aus der Herausforderung, die ich in meinem Leben selber gesehen habe und die ich in anderen Leben sehe, was passiert, wenn wir uns nicht genauer anschauen. Bevor ich angefangen habe, mich genauer anzuschauen, habe ich die Welt in zwei Teile eingeteilt. Die Netten und die Nicht-Netten. Die Nützlichen und die Nicht-Nützlichen. Die schönen Erfahrungen und die anstrengenden Erfahrungen. Und es war so offensichtlich ein sehr schwarz-weiß Denken. Als ich anfing, mich genauer anzuschauen, sind mir Stück für Stück Merkmale von mir aufgefallen, die mich dazu gebracht haben, dass ich das Leben führe, das ich damals geführt habe. Also das fing damit an, dass ich jeden Morgen aufwachte und dann irgendwie so einen Kloß im Magen hatte, wo ich gedacht habe, mei, das gehört halt dazu, das ist halt das Leben. Ich bin Herausforderungen aus dem Weg gegangen und hatte eigentlich diese Vorstellung, wenn alle so nett wären wie ich, dann wäre doch alles wunderbar und warum sind sie es noch nicht? Und hatte überhaupt, und zwar null, Blick darauf, was meine Herausforderungen waren. Also klar, mir ist natürlich aufgefallen, dass ich oft Notlügen benutzt habe und ja, mir ist aufgefallen, ja, ich glaube, das war es dann schon. Lass mich mal überlegen. Ja, das war's, glaube ich. Mehr ist mir nicht aufgefallen. Wie ich dann anfing aus Schmerz, aus beruflichem Schmerz, weil da einiges schief lief in meinem beruflichen Leben und mein berufliches Leben so ein 80% meines Lebens eigentlich ausmachte, und ich dann anfing, mich genauer damit zu beschäftigen, Stück für Stück kamen Sachen hoch, bei denen ich erkannte, und das war nicht alles auf einmal, das waren so langsame Schritte. Also ich erkannte zum Beispiel, dass ich nicht für mich einstehe, dass ich zwar mecker und mich zwar auch gelegentlich beschwere, aber keine Konsequenz gezogen habe, also Grenzen gezogen habe, jemandem ganz klar gesagt habe, nein, das mache ich nicht, sondern ich hatte gehofft, dass wenn ich etwas genau und gut erkläre, der andere das dann schon versteht und dann macht das halt so, wie ich das brauche. Wie viele von uns wissen und erfahren haben, dass es schlichtweg nicht funktioniert. Mir war mal aufgefallen, da war ich in meiner Bildhauerklasse, das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Da war ich schon 10 Jahre in einer Erforschungsphase. Und diese Selbstliebe, diese Selbstachtung hatte ich bis dato einfach noch nicht wirklich verinnerlicht. Und wenn du bildhauerst, also aus Ton formst, dann gab es da ein Modell, das steht vor dir und du bist in einer Klasse und dann wechselst du Positionen, die du sowieso wechseln musst, weil das ist ja dreidimensional, also du musst ja die Person auch von hinten sehen, von der Seite sehen. Und in so einer Klasse wechselt man
immer mal wieder die Position. Das ist auch notwendig, wenn man es nicht tut, wird einen der Lehrer darauf aufmerksam machen. Und es gibt bestimmte Positionen, die braucht man halt dann mehr. Und da richtet man sich so ein bisschen ein und fragt den anderen, wie lange er da noch stehen muss in der Position. Dann sagt er, du, in 10 Minuten bin ich fertig. Und dann wechselt man und geht mal dahin und der andere geht woanders hin. Und ich erinnere mich noch, dass ich das auch gesagt hatte, jemand gefragt hatte, der eine Position von vorne hatte, die ich brauchte. Die ging dann weg, dann wollte ich hin und dann jemand anderer in der Gruppe, die sowieso so ein bisschen, naja, rabiater war in ihrem Ausdruck, schaute mich scharf an und meinte, ich musste da jetzt hin. Und statt dass ich irgendwas sage, also entweder sage, du, ich habe mich gerade schon dafür angemeldet, ich habe vorhin gefragt, die andere hatte das auch bestätigt, bin ich weggegangen von diesem Druck, von diesem, ich erspüre es ja dann immer so wie eine Welle. Das hat auch, also ein völliges anderes Beispiel, wenn jemand hinter mir Auto fährt und mich überholen will, erspüre ich das als eine Druckwelle von hinten. Und ich lasse die Leute vorbeifahren, indem ich rechts ranfahre. Ich spüre diese Kraft körperlich, wenn jemand also ein Wut oder Zorn hat oder eine Dringlichkeit, sagen wir mal so, ist es ein körperliches Gefühl. Und so habe ich auch in dieser Bildhauerklasse ihre Flutwelle, wenn man so will, erspürt und habe mich zurückgezogen. Und in meinem Rückzug begann dann damals dieses Gehirn, ja, dieses Gehirnlooping, das begann aus verschiedenen Variationen. Warum benimmt sie sich mir gegenüber so? Ich habe doch nichts Schlechtes getan und ich sollte eigentlich da vorne stehen und warum habe ich nicht? Und dann begann so ein Gemauschel in meinem Hirn, so ein Nachdenken über das, was da gerade passiert ist. Gleichzeitig versuchte ich aber so zu tun, dass man mir das nicht anmerkt. Also ich musste eine emotionale Reaktion gesichtstechnisch für mich behalten, also leise vor mich hin lächeln, weitermachen, so tun, als hätte mich das nicht belastet. Und innerlich habe ich diese konstanten Gedankengänge, von denen ich nicht wusste, wie ich sie ordnen sollte. Und ich merkte, dass sich in mir selbst eine Wut breit machte und ich nicht genau wusste, wohin damit. Und deshalb habe ich dann den Raum verlassen. Und ich bin dann rausgegangen. Und sie hat mir noch nachgerufen, you can take the space, also du kannst den Platz jetzt nehmen. Und ich habe aber so getan, als hätte ich ihn nicht gehört. Natürlich habe ich ihn gehört, auch wieder ein typisches Verhalten von mir damals. Ich spürte in mir einen enormen Zorn. Und ich merkte, dass dieser Zorn nicht auf diese Frau projiziert war, sondern das war ein Zorn auf mich. Mal wieder habe ich so getan, als ob, mal wieder habe ich mich zurückgezogen, mal wieder bin ich einem Austausch, einem Konflikt aus dem Weg gegangen und ich war mit mir selbst zornig. Dann habe ich mir noch was zu essen geholt, damit es nicht so aussieht, als ob ich beleidigt weggelaufen wäre. Und dann bin ich zurück und ich weiß nicht mehr genau, was da passiert war. Ich glaube, es gab dann nochmal irgendeinen Austausch. Sie hat mich irgendwie besonders nett behandelt. Ich habe so getan, als wäre nichts gewesen. Und das war halt so ein, ja, so wie auf Eiern gehen. Ich wollte ihr schon ein bisschen anmerken lassen, dass ich angepisst war, damit ich sie bestrafe quasi. Und das war so ein Wendepunkt in meinem Sein, weil ich mir versprochen habe, das mache ich nicht mehr. Ich werde mich in Zukunft auch verteidigen, wenn es notwendig ist. Und das habe ich dann auch getan. Jemand in meinem Umfeld ist schon etwas älter, ungefähr 70, und kämpft, seitdem ich diese Person kenne, das sind jetzt auch schon, naja, einige Jahrzehnte, mit den Stimmungsschwankungen.
Und ich habe versucht, über die Jahre immer unterschiedlich damit umzugehen, aber ich sehe, das ist eine Seelenhausaufgabe, das ist eine Lebensaufgabe. Und ob er die hinkriegt, er möchte sie immer hinkriegen. Und wenn er dann da landet, versucht er einen Cut zu machen in seinem Benehmen. Und dann ist er betont freundlich, betont höflich, betont lustig und erwartet von der Umgebung, dass sie dann das quasi vergisst, was da gerade passiert ist. Und ich habe verschiedene Alternativen probiert, wie ich damit umgehen kann. Ich sehe die Person jetzt nicht so häufig. Es gibt viele Bereiche, die ich sehr, sehr schätze in dieser Person. Aber das ist halt so ein Punkt, wie jede oder viele von uns haben, die ein bisschen anstrengend sind. Und deshalb habe ich jetzt eine andere Möglichkeit gefunden, damit umzugehen, indem ich jetzt in einem Gespräch, wo das mal wieder stattfand, gesagt habe, in Zukunft werde ich dich bitten, dich zurückzuziehen, deine innere Arbeit zu machen und wieder zurückzukommen, wenn du dich selbst beruhigt hast. Aber in Zukunft gehe ich nicht mehr weg, bis du dich beruhigt hast. In Zukunft werde ich nicht mehr so tun, als ob es nicht stattfindet. In Zukunft werde ich dich nicht versuchen zu beruhigen, was ich oft getan habe. In Zukunft werde ich dich darauf hinweisen, dass du bitte dir einen Raum schaffst, also weggehst aus unserer gemeinsamen Situation und dich beruhigst und erst dann wieder zurückkommst, wenn du das geschafft hast. Und das ist jetzt unsere Strategie, weil er möchte das ändern, weiß nicht genau, wie er das ändern will oder kann. Aber ich biete dazu nichts mehr an, weil das, was ich bisher angeboten habe, offensichtlich nicht funktioniert und ich mich damit nicht mehr beschäftigen will. Dann gibt es eine andere Person, die sehr, sehr häufig in diesen Familienaufstellungen war. Und wenn ich sage sehr, sehr häufig, dann meine ich viermal im Jahr, fünfmal im Jahr und das über verschiedene Jahre, am Anfang sogar mehrmals, ich glaube vielleicht einmal im Monat sogar. Und sie ist sehr begeistert von dieser Familienaufstellung, findet es auch sehr toll. Und ja, von meiner Warte aus sieht es so aus, als ob sie da festsitzt. Also man kann die Vergangenheit so durchwalken und so durchbetrachten, dass man die Gegenwart verliert. Und die Vergangenheit, wie wir alle wissen, ist ein fremdes Land. Dinge werden dort anders gemacht. Und ob sie wirklich so stattgefunden haben, wie wir uns daran erinnern, ist mehr als fraglich. Also ich kann mich schon nicht mehr erinnern, was ich vorgestern zum Essen hatte. Sondern wir haben paar Dinge erlebt, die haben wir auch gefühlsmäßig abgespeichert. Und da ist es halt schon auch so ein interessantes Feld zu sagen, vergesse ich da jetzt andere Sachen zu machen, die kreativer sind oder neuer sind, aktueller sind, im jetzigen Leben stattfinden oder räume ich zum hunderttausendsten Mal die Vergangenheit auf? Und das sehe ich öfter. Für manche sind diese AA-Meetings, anonyme Alkoholiker, sehr wichtig und lebensnotwendig. Wenn das auch der Fall ist, sollte man da auch natürlich auch weiterhin hingehen. Für manche ist es aber dann so, dass sie sich verpflichtet fühlen und dann jedes Mal wieder in so einen Sog reingesetzt werden von ich bin Alkoholiker, so war das damals und das immer wieder am Leben erhalten. Ich glaube, dass ist unsere eigene Aufgabe, irgendwann mal schon die Vergangenheit dazulassen, wo sie hingehört. Nämlich das ist erledigt, das ist vorbei. Da gibt es zwar dann ab und zu noch so Erinnerungen, die hochkommen oder so alte Verhaltensweisen, die sich leicht bemerkbar machen, aber dadurch, dass ich sie genau beobachte, verschwinden die dann auch wieder. Und da sind wir auch schon bei dem Vorteil des genauen Beobachtens und bei dem Nachteil des genauen Beobachtens. Der Nachteil kann sein, dass wir jede einzelne Regung, die wir haben, die aus der Vergangenheit kommt und die wir schon aufgeräumt haben, dann nochmal zum hundertsten Mal durchexerzieren.
Der Vorteil an dem genauen Beobachten ist, dass man im Idealfall seine Stärken und seine Schwächen schätzt und anerkennt. Und diese Schwächen auch nicht mehr mit dieser Härte betrachtet, also wie ich sie früher betrachtet habe. Also ich betrachte sie so ganz liebevoll, würde ich sagen, auch noch nicht. Ich sehe es immer noch so ein bisschen als, da ist noch Platz nach oben. Aber ich sehe sie sehr, sehr viel gnädiger, als ich sie früher gesehen habe. Dieser Wunsch, tadellos, fehlerfrei, das ist schon noch so in meinem Wunschland, liegt es da noch. Und wenn ich etwas mache, was ich nicht doll finde, dann bewerte ich das sehr hart. Und da versuche ich auch eine gewisse Weichheit reinzukriegen, was mir schon beim zweiten Nachspüren dann schon gelingt. Das ist auch Gott sei Dank nicht sehr häufig. Aber das liegt natürlich nicht Gott sei Dank, sondern mir sei Dank an meiner Erforschung. Sie bringt uns dazu, unser Leben so zu gestalten, dass wir uns darin wohler fühlen. Also, dass wir A, erkennen, okay, ich lebe so, das habe ich mir geschaffen. Und wenn ich Aspekte habe, die mir nicht gefallen, bin ich in der Lage, sie auszudrücken, mitzuteilen und dann dementsprechende Veränderungen zu machen, um dann zu sehen, das wird besser. Dazu braucht es natürlich immer auch ein bisschen Mut. Aber Mut ist so eine Sache, das lernen wir nur, wenn wir es üben, weil wir dann jedes Mal feststellen, das ist überlebbar, ich habe mich mitgeteilt, ich bin nicht als Hexe verbrannt worden, ich bin nicht ausgestoßen worden vom Familienverbund. Und dadurch trauen wir uns immer mehr. Und man kann ja auch, das ist ja der Idealfall, dass man sich mitteilt, wenn man nicht schon wütend, zornig auf 180 ist, sondern wenn man vorher schon merkt, das geht in die falsche Richtung. Jemand anderer, der ich kenne, der macht eine Gesprächstherapie seit 5 Jahren, glaube ich, oder 6. Scheint auch kein Ende zu nehmen. Was ich etwas wie finde ich das? Tja, man merkt, ich drücke mich, also versuche mich hier so vorsichtig auszudrücken. Ich finde es unpraktisch. Ich finde Therapien sehr praktisch, allerdings zeitlich begrenzt, bis zu einem Punkt, wo man sagt, okay, ab jetzt muss ich es erst mal alleine probieren und mal schauen. Und bei diesen Gesprächstherapien ist es oft ein komplettes Wühlen in der Vergangenheit. Und in diesem Fall ist es so, dass das Verhältnis zur Mutter immer, immer schwieriger wurde, weil die Mutter natürlich an immer irgendwas schuld war oder immer irgendwas gemacht hat oder ein Wort gesagt hat, was da so nachhängt und es nicht zu einer Heilung beiträgt, sondern im Gegenteil zu einer Trennung beiträgt. Und natürlich gibt es auch Menschen, von denen man sich trennen sollte, ja, weil sie ungesund sind, aber das ist jetzt in diesem speziellen Fall absolut nicht der Fall. Das ist eine wunderbare, aufmerksame Mutter, die sich um ihren Sohn gekümmert hat und die halt, wie wir alle, gelegentlich halt mal was gemacht hat, was jetzt nicht so toll war. Und da merke ich, dass diese Therapieform, also diese Erforschung unpraktisch ist. Das ist keine Verhaltenstherapie, wo man sagt, okay, das ist mein Verhalten und das will ich jetzt ändern, sondern es ist eine Psychotherapie, wo ich konstant forsche und nachforsche und nachforsche und das Gefühl dann habe, dass ich nie fertig werde. Und in solchen Fällen wird dann der Therapeut oder die Therapeutin die beste Freundin oder man macht dann nichts mehr ohne denjenigen. Das ist ja auch manchmal so im Channeling oder in der Astrologie, dass man dann sagt, okay, ich muss erst mit sprechen, um zu machen. Der Sinn ist ja,
dass wir selber gehen. Der Sinn ist ja, dass wir auf unsere eigene Intuition vertrauen. Und dazu kann man sich Hilfe holen und Unterstützung holen. Aber die muss dann auch mal wieder wegfallen, damit ich sehen kann, ah, ja, das kann ich jetzt alleine. Den Schritt, das klappt schon sehr viel besser. Und dass wir auch selbst dieses Gefühl haben, es geht voran, unser Leben wird leichter, wir erfreuen uns mehr an uns selbst und unsere Umgebung erfreut sich an uns. Weil der Grund, weswegen wir ja diese Erforschung machen, ist ein zweigeteilter. Einmal wünschen wir uns für uns selbst ein angenehmes Sein und wir wünschen es auch, dass unsere Umgebung mit uns ein angenehmes Sein hat. Und das ist ja das, was dann im großen spirituellen Sein wir als unendliche Seele, jeder und jede von uns, ein Strahl der Göttlichkeit herausgeht, aus dieser Göttlichkeit sich ausbreitet, göttlich bleibt, ein Aspekt des Göttlichen ist und nach diesem Leben wieder zurück in diese Göttlichkeit geht, in das Zentrum dieser Göttlichkeit mit dem Wissen und der Weisheit, die wir da erlebt haben in diesem Leben und das mit einbringt, weil auch das Göttliche wächst, das Göttliche weiser wird, wie wir das eben auch tun. Und so ist die eigene Erforschung. In meinen Online-Kursen mache ich das so, dass ich die Leute oft bitte, ihre Freunde zu fragen. Was sind meine tollen Eigenschaften, die du an mir schätzt, die du großartig findest, ob das jetzt Freunde, Eltern, die eigenen Kinder sind? Und dann, was sind meine Eigenschaften, wo du merkst, da könnte ich nochmal genauer hinschauen? Und dem einfach nur zuhören. Nicht verteidigen, nicht automatisch sagen, aber nein, das mache ich doch nicht und wie kannst du denn nur und ich habe doch so mich so bemüht, aber das ist doch schon sehr viel weniger geworden. Einfach nur zuhören und wenn es eine Pause gibt, weil er nochmal nachdenkt oder sie nochmal nachdenkt, warten, noch länger warten, noch ein bisschen mehr warten und dann kommt meistens noch was. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns alle daran erinnern, dass der Grund, warum wir uns selbst erforschen, ist, dass wir mehr Lebensfreude erschaffen wollen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Und deshalb ist es ganz gut, dass wir immer wieder daran denken, unser Leben auch zu genießen und das, was wir bisher geschafft haben, uns daran auch zu erfreuen. Deshalb enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.